أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. والله ist eine Pflicht für dich. Es ist eine Pflicht für dich, die Botschaft zu verbreiten. Warum? Meine Worte! Die Worte vom Allmächtigen Gott. Das Beste, was man will, Tawhid. Dass man Allah alleine anbietet, an Allah glaubt. Die Religion. Was ist das? Die größte Munkar, den es gibt, das ist Schirk. Dass man anderen eben Allah anbietet. Deswegen, dass das Beste ist, zum Weg Allahs einzuladen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُشِكَّنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird auf jeden Fall eine Strafe herabsenden und dann werdet ihr ihn bitten und die Bitte wird nicht erhört. Dann was sagt Allah? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Wessen Wort ist besser? Das heißt, das beste Wort. Von wem? Das beste Wort ist von dem, man da'a ila Allah. Wer zu Allah ruft, wa amila salihan, wa qala innani minal muslimin, und sagt, ich gehöre zu den Muslimen. Ich bin stolz auf diese Religion. Das ist das beste Wort. Wa man yu'ti Allah wa rasulahu, faqad faza fawzan 'azima. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der wird einen gewaltigen Gewinner. Yahya ibn Ma'in, einer der größten Muhaddithun, was sagt er? الذب عن السنة خير من الجهاد في سبيل الله. Die Sunna verteidigt, das ist nicht mal einfach, ich zitiere nur, ist besser als auf dem Weg Allahs zu kämpfen. Ibn Qayyim sagt, al-da'watu al-jihadu al-yad, jihadu al-lisani wal-qalb. Die Dawa ist der Jihad mit der Zunge und mit dem Herzen. Wa qad yakunu afdal min al-jihad bil-yad. Und er kann manchmal besser sein als mit der Hand. Das ist, was große Gelehrte gesagt haben. Deswegen kehre vor deiner eigenen Tür, aber störe keinen, der die Adawa am Arbeiten. Subhanallah, der Prophet alayhi salatu wasalam sagt, la yatruku Allahu bayta madarin wa la wabarin illa adkhalu hadha ad-din. Allah wird kein Haus lassen aus Zelt oder aus Stein, außer dass er diese Religion reinbringt. Was hast du dafür getan, dass diese Religion das Haus kommt? Deswegen für alle hier in Österreich, dieser Islam wird kommen, ob man will oder nicht. Die reden hier von Islamisierung, stille Islamisierung. Was für eine stille Islamisierung? Rasant! Und das wird sowieso passieren. Da kannst du schon mal die Uhr nachstellen. Die Frage ist nur, zu welcher Seite gehörst du? Ist das schlimm oder was? Was wird passieren, wenn du das nicht machst? Was wird passieren, wenn du das nicht machst? Nicht meine Worte. Das sind die Worte von Allah. Was sagt er? Was sagt Allah? إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. Diejenigen, die das verschweigen. Das verschweigen, was wir von der klaren Offenlegung, von der Erklärung herabgesandt haben und von der Rechtleitung. Letzte Rechtleitung, Koran. Nachdem wir es den Menschen klar gemacht haben im Buch. Was passiert mit denen? Ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumulla'inun. Diejenigen wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Und wenn du dich versteckst, wirst du vernichtet werden. Und von wem? Vom allmächtigen Gott. Und wisst ihr, was das Problem ist mit der Dauer? Wir warten, bis die Leute sich verirren. Das heißt, die Moschee steht und dann wird gewartet, bis jemand sich in die Moschee verirrt. Und es macht keiner so hier auf der Straße. Oh, ich bin in der Moschee gelandet. Ach super, ich bin in der Moschee gelandet. Alles nette Leute, jetzt will ich den Islam annehmen. Das gibt es nicht. Du musst auf die Leute zugehen. Du musst auf die Leute zugehen, aber wie gehst du auf die Leute zu? Aber wie? Alhamdulillah, wir haben heute so viele Mittel. Wir haben heute so viele Mittel, wie jeder Einzelne was tun kann. Mach dir eine Liste, deine Schulkameraden, deine Arbeitskollegen, deine Familie, alles. Und schau dir an, wo kannst du was tun. Alle Namen, schreib sie dir auf. Und dann glaub es mir, was wir heute haben ist, selbst wenn du nicht so viel Wissen hast, du kannst den Brüdern und Schwestern oder den Nicht-Muslimen CDs geben, Bücher geben, Flyer geben. Wir haben diese Sachen. Wir wollen jetzt, dass hier ein Dawa-Stand entsteht.